Heute gibt es für euch im Unboxing die neue Wootbox und was da so drin ist, das seht ihr natürlich wie immer nach meinem kurzen Intro. Servus YouTube und willkommen zurück bei mir auf den Kanal. Und ihr hört es vielleicht, ich bin heute mit meinem Ersatzmikro unterwegs, weil mir der Strom ausgegangen ist. Mal schauen, ob das auch funktioniert. Und ich würde sagen, wir quatschen nicht lange. Wir schauen, was in der Wootbox drin ist für diesen Monat. Wir schneiden hier mal auf. Ihr seht schon, die Box ist etwas anders. Sie wird jetzt anscheinend einzeln versandt, weil der Versandaufkleber oben am Deckel drauf ist. Also nicht mehr extra verpackt. Finde ich etwas schade. Das war immer recht gut verpackt bei Wootbox. Mal schauen, vielleicht ist es auch nur eine Ausnahme, um was zu testen. Aber irgendwie sieht es mir komisch aus. Moment, ich muss mein Mikro etwas richten. Ich nehme nicht so oft mit denen auf. So, jetzt ist besser. Höre ich zumindest so. Und ich würde sagen, wir schauen rein, was in der Wootbox so drin ist. Da fällt mir gleich mal das Wootbook entgegen. So. Okay. Also, Wootbox, Juni. Thema Cartoon. Und ihr seht schon, das sieht etwas aus wie Pluto. Hier die Halskette und ja, die Gestaltung des Covers. Aber wie gesagt, wir schauen da erst später rein. Als erstes würde ich anfangen mit diesem Artikel. Und zwar einen ja, Plätzchenausstecher, Plätzchenform aus Toy Story. Die dreiaugigen Kerle da, die man aus den Greifautomaten gewinnen kann. Okay, eine Plätzchenform halt. Ich backe jetzt nicht so viel selber, aber okay, ab und zu mache ich das auch. Dann haben wir hier einen Pin, den Wootbox-Pin, das ist BMO. Ich weiß jetzt nicht, war der aus... Ich weiß jetzt nicht, aus welcher Zeichentrickserie das der war, aber er ist gestaltet nach dem Nintendo Game Boy. Aber er war aus einer Zeichentrickserie. Wer es weiß, darf mir gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht steht es auch dann später im Notebook. Und dann haben wir hier als nächstes zwei Stoffartikel. Wir nehmen den ersten. South Park Lizenz. Sieht mir etwas nach einem Gästehandtuch aus oder so. Könnte sein. Ist auf jeden Fall sehr flauschig. Original South Park Lizenz von 2018. Naja, ich weiß nicht. So richtig an South Park erinnert mich das jetzt nicht. Nur die Augen, das dürfen die Augen von Cartman sein. Naja, okay. Ein nützliches Item, sagen wir mal so. Aber irgendwie sieht es nicht so aus wie aus der Serie gewohnt. Aber was soll's? Was soll's? Es ist auf jeden Fall ein nützliches Item. Man kann es vielleicht auch aus Geschirrtuch nehmen. Naja, bisschen groß. Nehmen wir es als Gästehandtuch. Halten wir das bei, was wir gesagt haben. Ich bin hier etwas am Reden, da ich gerade das T-Shirt auspacke. Und es ist mal wieder eins von ja, original lizenziert. Adult Swim steht drauf. Und zwar von Rick and Morty original lizenziert. Ich bin jetzt nicht so der Fan von Rick and Morty. Ich schaue es auch gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe es mir noch nie angeschaut. Aber mir gefällt der Zeichenstil nicht so extrem. Wobei ich sagen muss, das T-Shirt ist wieder ganz okay gemacht. Halt, ihr seht es nicht ganz. Moment, jetzt aber. Ist wieder ganz okay gemacht. Es sieht auf dem T-Shirt ganz witzig aus. Aber wie gesagt, eine Serie muss ich mir damit nicht antun mit dem Zeichenstil. Ich weiß nicht. Vielleicht bin ich zu anspruchsvoll. Vielleicht oder auch nicht. Dann, bevor ich euch den letzten Artikel zeige, zeige ich euch, was ihr diesmal aus der Box falten könnt. Und zwar von Scooby-Doo, der Mystery Book Box. Und dann ist das nicht Pluto auf dem Cover, sondern Scooby-Doo.
Also ihr könnt hier The Mystery Woodbox, ihr könnt hier das Mystery Mobil aus Scooby-Doo zusammenbauen. Immer ganz nett bei den Woodboxen, dass sie sowas machen. Ich würde sagen, wir stellen die Box jetzt zugeklappt mal zur Seite, weil jetzt kommen wir zum letzten Artikel. Und es ist mal kein Funko Pop, was ich eher bevorzuge, muss ich ehrlich sagen, weil, ja, ich weiß nicht recht. Gut, jetzt sie sind jetzt hier in den Boxen umsonst. Da finde ich es okay. Aber so sind sie ein bisschen klein für ihren Preis. Aber es gibt Fans für die Q-Fix, die wir hier haben. Und hier haben wir Joker, den Comic Joker. Den werde ich euch natürlich in einem Quicklook zeigen. Aber dass ich jetzt extra 15 Euro für so eine kleine Statue bezahle, ich weiß nicht recht. Sie sehen gut aus, das muss man ihnen lassen. Sie haben zwar keine Bewegungspunkte, aber sie sind immer sehr schön gestaltet. Das muss man ihnen lassen. Aber ich, wenn ich die Wahl habe, muss ich ehrlich sagen, bevorzuge ich eher den Pop. Der ist ein bisschen größer und kostet ungefähr das gleiche. Ist halt ein ganz anderer Style, ist ein witziger Style. Und der ist halt mehr, ja, comichaft, der Style. Aber so immer ganz toll. Also wie gesagt, da gibt es einen Quick Look dazu. Und ich würde sagen, wir werfen noch einen Blick ins Foodbook. Wie immer hier die Einleitung, die brauche ich euch ja nicht zu zeigen. Hier haben wir ein paar Woodbox-Abonnenten, die hier ihre Sachen zeigen. Ach ja, was ich noch sagen muss, meine Brutal Woodbox ist letzte Woche angekommen. Also ich werde dafür jetzt kein Unboxing mehr machen. Ihr wisst ja alle schon, was da drin war in der Brutal. Leider kam die sehr spät, also letzte Woche und diese Woche schon die Unibox und die Brutal war die Aprilbox. Also es war eine recht lange Verzögerung, aber sie kam und ich muss sagen, als ich weiß gar nicht, war jetzt da zweimal das gleiche Shirt drin? Ich glaube, ja, aber auf jeden Fall war das Shirt zweimal dabei, also als kleines, ja, Entschuldigungsgeschenk war ein zweites Shirt dabei und das ist dann schon wieder ganz okay. Es ist eine Gutmachung dabei für die Wartezeit. Gut, ich werde jetzt da kein Unboxing machen, aber ich werde euch die Q-Fig, das war glaube ich eine von Guardian of the Galaxy aus der Woodbox, werde ich euch auch im Quicklook präsentieren. Und da haben wir hier, machen wir hier mal weiter. The Incredibles 2, das sagt der Geek dazu. Also eine kleine Filmreview. Dann die Mega Woodbox, die ich bis jetzt noch nirgends irgendwo in einem Unboxing gesehen habe, muss ich ehrlich sagen. Ich muss mal wieder gucken auf YouTube, ob da irgendwo was ist. Aber bis jetzt habe ich die noch nie gesehen. Ehrlich gesagt, weil kenne ich auch kein. Oder auch keine Fotos davon, wer die gewonnen hat. Dann geht es hier los mit den Artikeln. Wie gesagt, hier die Q-Fig. Hier ist veranschlagt mit 20 Euro. Dafür kriege ich auch einen Pop. Das ist das, was ich im Endeffekt meine. Ich will jetzt hier nicht die Q-Fig schlecht machen. Nein, das nicht. Sie haben halt ihren sehr schönen anderen Style. Aber halt für die Größe finde ich, würden 15 Euro auch reichen. Man kriegt sie zwar schon auch ab 15 Euro, aber 20 Euro ist ein bisschen happig. Dann haben wir hier das South Park, ja, Handtuch. Ich weiß nicht, 12 Euro, ein bisschen happiger Preis. Dann haben wir hier das Rick and Morty T-Shirt, 20 Euro, okay, ist ein Lizenz-T-Shirt. Ausstechform Alien Toy, Toy Story. Und den Pin von BMO. Ich weiß immer noch nicht, steht auch nicht dabei, aus welcher Zeichentrickserie das der war. Also wer es weiß, darf mir das gerne in die Kommentare schreiben. Und dann haben wir hier eine Vorschau auf die nächste Box. Hier sehen wir das Schiff von Futurama. Ich denke mal, vielleicht kommt da Anime oder Serie oder Sci-Fi.
Mal schauen, was da kommt. Und das war's dann auch schon mit der Uni-Wood-Box. Ich würde mich freuen, wenn ihr eure Meinung zu der Box in die Kommentare schreibt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr es noch nicht seid, drückt auf den Abo-Button und auf die Glocke, damit ihr immer für die neuesten Videos von mir informiert werdet. Und ich sage danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö und auf Wiedersehen.